Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Samstag, der 24. November 2012 und wir haben uns zu einem Wochenendretreat in München-Johanneskirchen versammelt mit dem Thema Ich oder Nicht-Ich. Ja, fangen wir gleich mal mit dem Begriff Nicht-Ich an. Nicht-Ich oder Nicht-Selbst, wie man oft auch sagt, ist ein Begriff, bei dem es viel Verwirrung gibt, weil die Frage ist ja überhaupt schon mal, was ist ich und was soll da nicht ich sein? Und wenn man dazu zu lange nachdenkt über die vielen Begrifflichkeiten, die es im Deutschen gibt zum Thema ich, kommt man leicht in die Irre. Wenn man das Wort verstehen will, ist es besser, einfach zurückzugehen und zu fragen, was hat der Buddha damit gemeint? Und in dem Fall ist es wichtig zu schauen, was hat er eigentlich verwendet. Gut, wir wissen nicht, in welcher Sprache Buddha gesprochen hat, aber es war sicherlich eine indische Sprache. Und wir wissen, dass die Übersetzungen in Sanskrit, aber ganz ähnlich ins Pali, war Anatman. Anatman, An ist eine Verneinungsvorsilbe im Indischen und Atman ist einfach die Seele. Das heißt, wörtlich übersetzt hat er eigentlich gemeint, nicht Seele oder es gibt keine Seele. Die Inder haben zu seiner Zeit an eine unsterbliche Seele geglaubt, die in jedem Menschen und in jedem Tier vorhanden ist, das Tier ursprünglich und den Menschen ursprünglich belebt. Durch die Seele wird er erst ein Mensch. Und diese unsterbliche Seele wird, wenn ein Körper stirbt, also ein Mensch stirbt, das heißt, wie wir heute sagen würden einfach, also ein Körper stirbt, wird die Seele, überlebt es, sehr unsterblich, und wird wiedergeboren in einem neuen Körper. Das ist diese Inkarnationslehre. Und die war damals, zur Zeit von Buddha, übliches Gedankengut in Indien, wurde allgemein geglaubt und im Grunde heute auch. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Und wenn wir zurückschauen, was unsere Vorfahren geglaubt haben, finden wir große Parallelen. Wo überall man in Europa hinschaut, egal ob zu den Kelten oder zu den Germanen, zu den Römern oder zu den Griechen, die Menschen haben an eine unsterbliche Seele geglaubt. Und diese unsterbliche Seele, der Unterschied aber bei uns in Europa ist der, wenn der Körper stirbt, geht die unsterbliche Seele in ein Totenreich, wie immer das auch ausschaut. Und diese Welt, in der dann diese Seelen sind nach dem Tod, da gibt es verschiedene Theorien, haben verschiedene Völker zu verschiedenen Zeiten auch Verschiedenes geglaubt. Aber dennoch, wir wollen das jetzt auch nicht vertiefen, wichtig ist nur zu sehen, es gab in Indien seinerzeit und auch bei uns in Europa immer diese Vorstellung, dass der Mensch eben beseelt ist durch eine unsterbliche Seele. Ja, und der Buddha hat einfach gesagt, sowas gibt's nicht. Ja. Das im Grunde ist Anatman. Es gibt vom Buddha keine wirklichen Begründung, warum es das nicht gibt, die Seele. Es gibt auch keinen Beweis. Andererseits ist es auch klar, dass es das nicht gibt, weil wir wissen ja, viele Jahrhunderte haben sich viele kluge Köpfe in Europa den Gedanken gemacht, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Kann man beweisen, dass es ihn gibt? Kann man beweisen, dass es ihn nicht gibt? Und das Ergebnis ist ernüchternd. Gar nichts. Ne? Es ist eben nicht beweisbar und nicht widerlegbar. Ne? Drum glauben manche Leute an Gott und manche nicht. Und im Grunde hat damit jeder recht. Und keiner kann dem anderen nachweisen, dass er Unrecht hat. So ist es halt. Das ist eine offene Frage und wird nach allgemeiner Überzeugung auch offen bleiben. Und im Grunde ist es mit der Seele genauso. Die Frage ist offen, wird offen bleiben. Interessant ist aber, dass der Buddha dennoch klar Position bezogen hat und gesagt hat, nee, Seele gibt's nicht. Wenn man das aus dem Zusammenhang verstehen will, wenn man sozusagen die Gesamtmenge seiner Lehre, die gesamte Lehre betrachtet,
dann sieht man, dass er eigentlich zu dieser Erkenntnis, dass es keine Seele gibt, im Grunde auf ähnliche Weise kommt wie die moderne Wissenschaft. Er sieht einfach, dass man die Welt, dass man die Seele nicht braucht, um zu einem vernünftigen Verständnis der Welt zu kommen. Sagen wir es mal so. Es geht auch ohne. Und das ist eine allgemeine, eine Grundübereinkunft der westlichen Wissenschaft auch, dass man sagt, naja, wenn man so Theorien, die man nicht braucht, ja, die lässt man weg, ja. Man stellt nur Theorien auf, die eben einen Erkenntnisgewinn liefern, die wichtig sind, um die Welt zu verstehen. Ja, gut, so bleibt es also bestehen, wie es ist. Der Buddha sagt, es gibt keine Seele, er kann es nicht beweisen. Aber interessant ist trotzdem die Frage, ja gut, wie sieht er denn jetzt die Welt ohne Seele? Ja? Was ist das für eine Weltanschauung? Ja? Und das ist eigentlich die Frage für uns heute, weil ich will euch nicht ermüden mit theoretischen Abhandlungen über Nicht-Ich. Das bringt uns nicht weiter. Die Frage ist, wie kann man die Welt sehen, wenn man sie ohne Welt sieht? Gut, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wir wollen uns anschauen, wie hat der Buddha das gesehen? Ja, wie hat der Buddha das gesehen? Vielleicht noch ein Aspekt, diese Geschichte mit der Seele oder dem Nicht-Ich war dem Buddha ausgesprochen wichtig. Das ist nicht einfach irgendeine Geschichte, die er einmal oder zweimal erzählt hat, sondern der Buddha hat ja später mal gesagt, es gibt drei Dharma-Siegel. Dharma-Siegel, damit meint er, das sind Teile seiner Lehre, die unabdingbar sind. Wenn jemand die sozusagen, wenn die entfernt werden, ist es kein Buddhismus mehr. Oder eine Lehre ist nur dann eine buddhistische Lehre, wenn die drei Dharma-Siegel eingehalten werden. Das sind also die Eckpfeiler, würde man sagen, seiner Lehre. Unabdingbar. Und damit indirekt sagt er auch, nicht jedes Detail, was er gesagt hat, muss stimmen. Aber diese Eckpfeiler, die machen es aus. Und die sind eben Unbeständigkeit, Nirvana und eben unser heutiges Thema Nicht-Ich. Es war ihm schon wichtig. Kannst du es nochmal sagen, die drei? Also Unbeständigkeit, Nirvana und Nicht-Ich. Wenn wir die Existenz einer Seele leugnen, entsteht sofort die Frage, was ist es eigentlich, was das Wunder des Lebens ausmacht? Ja, wie kann das sein, dass ein Wesen, was da im Wesentlichen ja nur aus Materie besteht, die da ja am Feld gewachsen ist, sage ich mal, ne? Wie kann ein Wesen, das nur aus solcher Materie besteht, wie kann das leben? Ja, wie kann das gehen, stehen, sitzen, kommunizieren? Ja, es ist ja schon ein Wunder, wenn wir uns das überlegen. Ja, es ist schon ein Wunder, was wir und die Tiere und die Pflanzen, ja, was wir eigentlich alles, ja, können in gewissem Sinne, ja. Es ist schon erstaunlich, ja. Wieder aus, letztlich aus pflanzlicher Nahrung, die wir da zu uns nehmen, dieser Körper wächst, ja. Ist ja schon unglaublich, ne, von einem kleinen Kind bis zu einem großen Erwachsenen. Erstaunlich, dass wir kommunizieren können. Im Grunde das ganze Leben ist ein großes Wunder. Und die Menschen haben ja immer gestaunt, haben sich immer gefragt, ja, sie haben immer gesehen, dass das toll ist und dass es ein Wunder ist. Ja, und haben sich nicht vorstellen können, dass das irgendwo aus unbelebter Materie letztlich kommt. Und sehr schön und sehr bildhaft haben wir ein frühes Lösungsmodell im Alten Testament. Da hat Gott den Menschen aus Erde geformt. Ja, dann war es ja nur ein Erdklumpen, der halt ausschaut wie ein Mensch, ne? Und hat ihm dann
seinen Atem eingehaucht. Ja, das ist ein schönes Bild eigentlich, ne? Das ist genau, ja, dieses Problem anspricht, ja. Ich meine, schon klar, die Materie, die uns ausmacht, diesen Körper ausmacht, ist klar, die kommt letztlich aus dem Ackerboden, ja, und aus den Mineralien, die drunter liegen, und das Leben, ja, das ist unklar. Das kommt halt von Gott. Okay, eine mögliche Lösung, ja. Kommt halt von Gott. Interessant und schön ist auch, dass es über den Atem geht, ne? Da, ja, auch wie bei uns, der Atem hat so große Bedeutung, auch in unserer Überlieferung. Er ist so eines der tiefsten und grundlegendsten Ausdrücke der Tatsache, dass wir leben. Ne? Ist, dass wir atmen. Ganz eng mit dem Leben verbunden. Gut, das ist eine Sichtweise. Der Buddha war aber originell in seinem Denken und seiner Zeit weit voraus. Und er hat immer wieder die Frage, wo kommt etwas her? Wie war das am Anfang? Ja, so diese, die Fragen, wie, oder ist die Welt endlich oder unendlich? Ja, diese, ich sag mal, weit weg von unseren Erkenntnismöglichkeiten, diese Fragen, wo es ganz schnell ins Spekulative geht, die hat er immer weggelassen. Er hat gesagt, na, das, wir spekulieren nicht, wir theoretisieren nicht, wir philosophieren nicht. Er hat einfach die Welt angeschaut. Er hat gesagt, ist es wirklich wichtig, wo das Leben herkommt? Wichtig ist doch, was gerade sich hier abspielt vor unseren Augen. Ja, wenn wir ein gewisses Verständnis bekommen dafür, was sich gerade heute abspielt, dann reicht es eigentlich. Wir wollen doch eigentlich verstehen, ja, Verständnis gewinnen für die Welt. Ist es wirklich wichtig, was vor 5 Milliarden Jahren war? Oder 10 oder einer, ja. Es ist nicht eigentlich wichtig. Das heißt, er hat sich unbefangen hingesetzt unter den Baum und hat geschaut. Ja, hat geschaut auf die Welt, wie sie gerade ist. Hat das Wunder des Lebens, ja, staunend betrachtet. Und ist dabei zu einer ganz wichtigen Einsicht gekommen. Nämlich der, dass alles, was in gewissem Sinne entsteht vor unseren Augen, aus Dingen entsteht, die vorher gerade da an dieser Stelle auch waren. Ja? Alles, was in Anführungszeichen entsteht, ist nur ein Zusammenkommen von Dingen, die schon vorher da waren. Und da entstehen manchmal neue Dinge. Ja, also das einfache Beispiel, was Tai gerne bringt, ist ein Streichholz, die Reibefläche, natürlich den Mensch, der reibt, die Luft, ne, gewisses Maß Wärme, was wir hier gerade brauchen im Augenblick. Ja, und dann entsteht aus diesen Ingredienzen Zündholz, ne, dieser Schwefelstreifen ist auch wichtig, ne, die Reibefläche, die Bewegung, der Sauerstoff und das Vorhandensein der Luft, also der gewisses Grad Wärme. Ja, und dann entsteht eine Flamme. Aber sie entsteht nicht aus nichts, sondern es ist einfach nur das Zusammenkommen von Dingen, die vorher schon da waren. Und die verbinden sich manchmal und dann entsteht daraus Neues. Und alles, was entsteht, vergeht auch wieder. Also alles sind deswegen, wir haben das Wort, was oft verwendet wird, was eigentlich eine schöne Übersetzung ist, das Wort Gebilde. Ja? Alles, was wir in der Welt sehen, sind Gebilde, in dem Sinne, dass sie zusammen gebildet sind aus Dingen, die schon da waren. Ja? Zusammengesetzt sind. Und das gilt eben nicht nur für Dinge, die wir gefertigt haben, da sehen wir das ja, die Menschen angefertigt haben, wie Möbelstücke, da ist es ja ganz offensichtlich, wie wir aus Vorhandenem Neues schaffen. Und es ist nicht nur so bei der Flamme, wo wir das gesehen haben,
sondern es ist auch bei dem Wunder des Lebens so. Egal, wo wir hinschauen, alles Leben, was wir betrachten, es ist nicht aus dem Nichts gekommen, sondern von anderem Leben. Ja, immer. Es ist eigentlich nur eine Fortführung von Leben, was schon vorher da war. Ja. Thay bringt immer gerne das Beispiel von dem Mais, von der Maispflanze und dem Maiskorn. Ja, die Maispflanze lebt, warum auch immer, jetzt lassen wir den Punkt mal weg, sie lebt, sie wächst und gedeiht auf dem Feld, sie blüht, es entsteht eine Frucht, ein Maiskolben mit vielen Maiskörnern, aber das ist ja alles Teil der Maispflanze, ist kein Wunder, das ist halt Leben, da entfaltet sich Leben vor unseren Augen. Ja, und irgendwann nehmen wir ein Maiskorn von diesem Kolben, geben es in Erde, stellen sicher, dass geeignete Umgebungsbedingungen da sind. Klar, es hat immer gewisse Bedingungen. Ja, und aus dem Maiskorn entsteht wieder eine Maispflanze. Wir haben in unserer Gesellschaft das Problem, dass wir die Maispflanze als lebendig ansehen. Die erste und die zweite. Aber eigentlich behaupten, das Maiskorn lebt nicht. Ja, das ist halt so eine Definition, ne? Das haben wir halt in der Schule so gelernt. Es gibt ja Definitionen in der Biologie, was Leben ausmacht. Und unglückseligerweise, sage ich jetzt einfach mal, ne, für unseren Zusammenhang neigen wir dazu, also haben wir die Übereinkunft in unserer Gesellschaft, dem Maiskorn das Leben abzusprechen. Das hat seine Gründe, die wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren, das ist ja keine Biologievorlesung. Ja. Aber es ist fragwürdig, wenn wir uns gerade uns überlegen, ja, wo kommt das Leben her? Wo kommt das Leben der zweiten Maispflanze, die in unserem Blumentopf gewachsen ist? Ja, das ist ja das Bild jetzt, was Thay auch konkret mal Kinder hat machen lassen in einem Retreat. Ja. Wo kommt dieses Leben der zweiten Maispflanze her? Ja, natürlich aus dem Maiskorn. Ja? Und dieses Maiskorn trug das Leben der ersten Maispflanze in sich. Das heißt also, der Buddha sieht, dass das Leben weitergeht. Ja? Dieses Maiskorn lebt, in unserem Sinne lebt es. Sicherlich in einer sehr ruhigen Form, sage ich mal, in einer Art Winterschlaf, ja, weil es ja keinen Stoffwechsel hat. Das ist ja genau der Mangel für die westliche Wissenschaft, für unsere Biologie, weswegen das Maiskorn nicht als lebendig angesehen wird. Es hat keinen Stoffwechsel. Deswegen wird behauptet, es lebt nicht. Aber wenn es unter günstigen Bedingungen in der Erde liegt, fängt es ja wohl wieder an mit dem Stoffwechsel. Ja? Ja, das heißt also, ja, und es ist im, und es das kontinuierlich weitergeht, sehen wir ja auch daran, dass immer wieder aus einem Maiskorn eine Maispflanze wird. Es wird keine Buche draus und keine Rose. Ja, das passiert einfach nicht, ja? Ja, weil eben nicht zufällig irgendwelches Leben in das Korn kommt und dann austreibt, sondern weil das Leben der ersten Maispflanze in dem Maiskorn überwintert, sag ich mal. Und dann bei geeigneten Umgebungsbedingungen wieder aufwacht. Wieder Stoffwechsel zeigt, Feuchtigkeit aufsaugt, Wurzeln treibt. Ja, ja und dann auch Nährstoffe aufnimmt aus der Erde, Feuchtigkeit aufnimmt und ja treibt, blüht und wieder Früchte trägt. Ja, so verstehen wir das Leben. Wir sehen das Leben in der Pflanze und wir sehen, wie das Leben weitergegeben wird auf mannigfaltige Weise von Lebenden, von Lebewesen und sich verjüngt bei diesem Schritt. Ja, das ist der biologische Sinn, der Wert. Es verjüngt sich und es entsteht wieder eine junge, frische Maispflanze. Und diese
Art der Vermehrung ist im Grunde, würde ich mal sagen, ganz pauschal. Dieses Prinzip sehen wir bei den Lebewesen eigentlich seit dem ersten Einzeller. Da war es am allereinfachsten. Der erste Einzeller der Welt, was hat der gemacht? Der hat sich geteilt. Dann waren es zwei. Ja, das haben die eine Weile so gemacht. Und irgendwann haben die sich differenziert. Irgendwann haben sich gewisse Einzellergruppen, sage ich mal, weiterentwickelt, haben andere Formen angenommen, sicherlich auch noch Einzeller, aber sie haben sich unterschieden. Und so sind dann verschiedene kleine Lebewesen entstanden. Das Leben hat es geschafft, sich immer weiter zu differenzieren, zu immer komplizierteren, auch größeren Organisationsformen. Ja, und hat die geschlechtliche Vermehrung erfunden, die aber auch nicht vom Prinzip, uns geht es ja nur um das Prinzip. Und das Prinzip ist, dass jedes Leben, was wir heute sehen, aus Leben entstanden ist. Das ist ja nur das Prinzip. Ne? Die Details interessieren uns nicht so sehr. Ja? Die wollen wir nicht vertiefen. Aber dieses Prinzip ist bei der ersten Einzeller gegeben. Das ist bei der Maispflanze gegeben. Und dieses Prinzip ist auch gegeben bei der geschlechtlichen Vermehrung der Säugetiere. Ja? Es braucht ein männliches und ein weibliches Wesen. Und daraus kann wieder ein neues Lebewesen entstehen. Tja, und so verjüngt sich das Leben immer wieder. Ja, jedes einzelne Individuum hat eine begrenzte Lebenszeit von rund 100 Jahren, sage ich mal, bei Menschen. Ja, und ja, wird dabei alt, wird älter und schwächer, das wissen wir ja, ne? Das ist klar. Jedes einzelne Organismus zeigt auch irgendwann Degenerationserscheinungen, aber alles, was geworden ist, vergeht auch wieder. Aber oft kann so ein Wesen das Leben weitergeben und dann entsteht neues Leben draus. Junges, frisches. Es verjüngt sich, es erneuert sich, das Leben. Und das ist das Grundprinzip, ja, was wir einfach sehen draußen in der Natur, bei den Pflanzen, bei den Tieren und bei den Menschen. Natürlich kann man die Frage stellen, wie kam das, dass auf einmal irgendwie ein Einzeller entstanden ist im Ozean? Natürlich kann man die Frage stellen. Aber der Buddha würde sagen, ist das denn wichtig? Ja, ist es wirklich wichtig? Brauchst du das, um deinen Weg in dieser Welt zu finden? Um glücklich im Hier und Jetzt leben zu können? Brauchen wir das? Nein, wir brauchen es nicht. Wir lassen die Frage einfach. Ja? Aber wir sehen, und das ist im Weltanschauung, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist eine Weltanschauung. Ja, da will jemand rein. Ja, bitte, schau mal, wer das ist. Das ist eben eine Weltanschauung im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir in die Welt rausschauen und das Leben sehen, ja, wie es die Welt bunt und vielfältig macht, sich immer wieder verjüngt. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, wie alles wundersam zusammenwirkt. Wir haben das bei der Maispflanze ein bisschen grob übergangen. Ich habe einfach gesagt, ja, damit dann aus diesem Maiskorn, dass das Maiskorn wieder keimen kann, braucht gewisse günstige Umgebungsbedingungen, ja, damit aus diesem Maiskorn wieder eine Maispflanze wird. Und die Maispflanze braucht zum Wachstum auch gewisse Bedingungen. Und das Gleiche ist bei uns Menschen ja auch. Wir brauchen ja auch jede Menge Bedingungen. Ja, wir brauchen nicht nur unsere Nahrung. Wir brauchen nicht nur die Flüssigkeit, also ja, im Grunde das Wasser. Ne? Das kann zwar vermischt sein, aber die Grundlage ist das Wasser, was wir brauchen. Wir brauchen ständig die Luft. Wenn man genauer schaut, wir brauchen sogar den Luftdruck.
Ja, wenn der Luftdruck jetzt hier auf ein Zehntel fallen würde, wären wir innerhalb von Sekunden tot. Ja, wir brauchen auch diesen Luftdruck. Wir brauchen auch gewisse Temperaturbereich. Ja. Ja, diese Bedingungen sind auf wunderbare Weise vorhanden. Und dazu tragen verschiedene Umstände und Lebewesen auch bei. Umstände, würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall, dass die Erde da gewisse Größe hat, gewisse Erdanziehung hat, dass wir in einem gewissen Abstand zur Sonne ständig sind. Ja, die Sonne trägt ja einen Teil dazu bei. Und was wir nicht übersehen dürfen, aber gerne und oft übersehen, auch tragen ja die anderen Lebewesen auf dieser Erde auch einen großen Teil dazu bei, dass sie überleben können. Ja? Fangen wir mal beim einfachsten an und einem, aber der zentralsten Fragen, dass wir immer genug Sauerstoff zum Atmen haben. Ja, funktioniert nur, weil es eben so viele Pflanzen auf der Welt gibt, die immer wieder Kohlendioxid zu Sauerstoff umwandeln. Fein, schön, dass sie es tun, ja? Sonst gäbe es keine Chance für uns. Wir würden sonst irgendwann einen Sauerstoffmangel hier bekommen, auf dieser Erde. Allerdings, wir brauchen jetzt keinen Minderwertigkeitskomplex bekommen. Die Pflanzen, die brauchen auch uns, ja? Weil wir ja wieder Kohlendioxid produzieren. Wenn die Pflanzen allein wären, die hätten bald einen Kohlendioxidmangel. Ja? Die würden auch Probleme kriegen, ne? Und wer weiß, vielleicht gäbe es dann nicht globale Erwärmung, sondern globale Erkältung oder Abkühlung, ja? Ja? Ah ja, wenn dann das Kohlendioxid knapp wird, gell? Passiert vielleicht das Gegenteil von dem, was jetzt gerade passiert, ne? Ja, und die Pflanzen, und die im Grunde, die tierische Welt und die pflanzliche Welt stützen ihre Existenz auf der Erde auf ganz grundsätzliche Weise gegenseitig. Ja, die Pflanzen erzeugen den Sauerstoff für uns und wir erzeugen den Kohlenstoff für die Pflanzen. Ja? Und das sollte sinnvollerweise in Harmonie sein, ausgeglichen sein. Ne? Und das ist das Problem, dass wir heute draufkommen, dass das im Moment nicht ausgeglichen ist, dass das eben sozusagen in Bewegung ist, recht schnell, ja, vielleicht sogar kippt, ja, auf jeden Fall sich neigt das Verhältnis und dass das natürlich Veränderungen hat, die schwierig sind, sage ich mal. Und natürlich hängen wir auch noch in vielen, vielen anderen Beziehungen zusammen. Es ist klar, ohne Pflanzen hätten wir auch keine Nahrung. Das ist auch ein klarer Punkt. Ne? Und die Pflanzen leben davon, dass viele tierische Lebewesen auch die Erde immer wieder, ja, durchwühlen, auflockern, ja, und auch wieder verarbeiten, pflanzliche, ja, zum Kompostieren. Das schaffen, machen ja eigentlich nicht die Pflanzen selber, sondern das sind ja in großem Teil die Tiere wieder beteiligt, ja, die im Komposthaufen die Pflanzen, ja, verwerten. Ja. Also da sind auch wieder die Tiere wieder, die wieder den Pflanzen helfen. Ja, und so sind diese ganzen Lebensprozesse auf dieser Erde ganz eng miteinander verzahnt und auf wunderbare Weise fügt sich alles schön zusammen und funktioniert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein großer Zufall ist. Ich denke, das hat sich halt so entwickelt. Ja, also es hat, auf jeden Fall ist es so. Das ist der Punkt. Wir wollen ja nicht in die Falle fallen und uns wieder unnötige Gedanken machen, warum es so ist, seit wann es so ist oder wie das so geschaffen wurde. Das ist nicht wichtig. Wichtig für uns ist zu sehen, es ist so. Und nicht nur seit jetzt, sondern schon seit einiger Zeit. Und es ist auch in der nächsten Zeit so. So ist unsere Welt. Ja, und wir sind Bewohner dieser wundervollen Welt. Wir sind ein Teil dieses großen Ganzen, das so eng miteinander verzahnt ist. Und diese Verzahnung sollten wir aber nicht nur sehen
in Bezug auf in der Natur, also in Bezug sozusagen auf der biologischen Ebene, sondern es gibt ja noch ganz andere interessante Verzahnungen, die auch für uns wichtig sind zu sehen, als Menschen in der menschlichen Gesellschaft. Dass wir heute hier nördlich der Alpen auf über 500 Meter Seehöhe gut leben können, verdanken wir der Tatsache, dass sehr viele von uns hier sind, die gut aufeinander abgestimmt zusammenarbeiten. Ja? Wenn einer von uns hier alleine wäre, ja, und es wäre nur dieses Bayern ohne Menschen, ja, nur die Pflanzen, wie sie hier vielleicht vor 50.000 Jahren waren, jetzt unabhängig von Eiszeit, ich will jetzt nicht von Eiszeit reden, einfach die Wälder, wie sie bei uns wachsen, die Auenlandschaften, die Berglandschaften, und einer von uns wäre alleine hier. Hätte keine Chance, hier zu überleben. Und eine Familie auch nicht. Ja? Und kleine Gruppen von Menschen auch nicht. Es braucht schon einige, die zusammenarbeiten. Es ist nicht leicht. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Ja? Es ist möglich, weil sehr viele von uns hier sind und weil wir zusammenarbeiten. Und die Dinge, die ich jetzt sage, sind ja keine Theoretisierereien, sondern das ist Weltanschauung im besten Sinne des Wortes. Das ist eine Art, die Welt zu sehen. Und es ist immer wieder schön, genau das konkret, in einem konkreten Augenblick zu sehen. Und ein Augenblick, wo mir das so ganz deutlich vor Augen stand, war vor wenigen Jahren, wie wir mal beim ersten Tag der Achtsamkeit im Januar hier waren, bei Eisregen. Ich habe mir zu Hause noch gedacht, ob das möglich ist, ja? Ob das möglich ist, jetzt die 35 Kilometer von mir daheim bis hierher ist, ja? Aber ich habe mir gedacht, ich muss es probieren, zumindest, weil wenn ich nicht komme, sperrt keiner auf und dann gibt's keinen Tag der Achtsamkeit. Also ich probiere es halt einmal, ne? Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Wenn es geht, ist ja gut, ne? Also ich probiere es einmal. Ja, und am Schluss, es war eigentlich kein Problem. Ich musste halt aufpassen beim Verlassen des Hauses. Und die ersten 100 Meter waren schwierig, bis ich auf die erste Hauptstraße kam. Und dann war gestreut. Dann war gestreut von diesen paar hundert Metern von meinem Haus entfernt bis hier vor der Haustür. Eigentlich war kein Problem. Ja? Und der Tag der Achtsamkeit hat stattgefunden. Es sind auch noch viele andere gekommen. Nicht so viele wie sonst, aber es sind einige gekommen. Ja. Ja, warum? Weil es so viele Menschen gibt, die uns helfen, dass das Leben hier leicht und angenehm ist. An dieser Stelle der Welt, in dieser Zeit. Ja. Und wenn wir genauer schauen, es ist ja unglaublich, was die anderen Leute alles für uns tun. Ganz egal, ob sie da Geschäfte einrichten, ja, mit Lebensmitteln. Wir brauchen nur hingehen. Ja, na gut, zahlen müssen wir auch, klar. Es muss ja ein ausgeglichenes Geben und Nehmen sein, ja. Aber es ist leicht möglich, ne? Egal, ob sie jetzt also Geschäfte bestücken, ja. Und wir dürfen uns dort bedienen. Oder ob sie Geräte fertigen, die uns das Leben erleichtern. Wie Autos, oder ob sie U-Bahnen betreiben, oder was auch immer, ja. So ein Treffen für uns wäre ja gar nicht möglich ohne die Verkehrsmittel. Ja, ganz ohne, ich weiß nicht wer, vielleicht ein oder zwei, aber mehr wäre nicht da. Ja, und das Ganze ist also ein wunderschönes, ein wunderbares Zusammenarbeiten in dieser Gesellschaft. Und es ist schön, das wertzuschätzen, das zu sehen. Und diese Sichtweise auf die Welt, die nennen wir Intersein. Ja, das ist das einfache, von Thay neu erfundene Wort Intersein. Es gibt also zwei, der eine Aspekt vom Intersein, den haben wir jetzt genau angeschaut. Das ist das, wenn wir Intersein sagen, wollen wir zwei Dinge sehen. Das eine ist, dass alles
Leben auf dieser Erde eng mit dem anderen Leben verwoben ist, ja, aus dem anderen Leben entstanden ist und das andere Leben braucht, um überleben zu können. In diesem doppelten Sinne sind wir eng verwoben. Und das zweite Gedanke beim Intersein ist der, warum es Intersein heißt, es ist auch in der Mitte zwischen Sein und Nichtsein. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber ganz kann ich es euch nicht ersparen. Es kommt öfters vor und man sollte das auch verstehen. Wenn wir im Buddhismus sagen, die Sichtweise des Sein ist einseitig, dann meinen wir, dieses Sein in diesem ursprünglichen archaischen Sinne wie eine Seele ist. Ja, dass sie eine Seele, die unsterblich ist, ja, die ist ja einfach da. Ja? Unzerstörbar. Das ist diese harte Form des Seins, ja, die lebt unabhängig von Bedingungen, ja. Es ist ja nicht vorstellbar, dass nur weil es 1000 Grad warm ist, die Seele stirbt. Dann wäre sie ja nicht unsterblich, ja. Also das heißt, diese, in der alten Gedankenwelt unserer Vorfahren gab es eben gewisse Dinge, die völlig unabhängig von Bedingungen einfach da sind, weil sie da sind. Und das ist eben die Seele, Gott natürlich, ja, ist klar, Gott auch, und vielleicht auch die Atome, so wie sie ursprünglich erfunden wurden, ja, wo die alten Griechen sich das überlegt haben, war das Atom auch ein unzerstörbares Wesen. Man hat die Idee gehabt, das hat ja auch lange gehalten, das hat ja unsere ganze Kultur tief beeinflusst, die Vorstellung, dass alles Materielle, was wir sehen, spüren können, aus kleinsten Teilchen besteht, eben aus Atomen, von denen es verschiedene Typen gibt, ne, so wie Wasserstoffatom, Sauerstoffatom, Kohlenstoff, Gold und so, ne, die Elemente eben, und dass das so aus kleinsten Teilchen besteht. Alles, was wir sehen, sind Gebilde aus verschiedenen kleinsten Teilchen, aber diese kleinsten Teilchen, die sind einfach da, seit Anfang der Welt, und sind unzerstörbar vorhanden. Es können nur die Gebilde wieder zerfallen und wieder neu zusammengesetzt werden, aber die Atome selbst leben unzerstörbar. Für immer. Ja, das ist also so der dritte Aspekt. Ne? Das sind so die Dinge, die wir in unserer Kulturgeschichte haben, von denen wir gemeint haben, sie existieren auf diese harte Weise, auf diesem Wert, dieses Sein. Ja? Also wenn im Buddhismus gesagt wird, das Sein ist eine einseitige Ansicht, bezieht sich das auf diese Art des unzerstörbaren Daseins. Und das hat der Buddha verworfen. Es gab damals auch schon die Atomtheorie, auch in Indien. Und Buddha hat sie gekannt und er hat sie verworfen. Er hat sich auch ausdrücklich gegen diese Vorstellung gewandt, weil ja auch natürlich das Dharma-Siegel der Unbeständigkeit damit durch verletzt wird. Ja, ein Atom ist ja auch beständig, unzerstörbar. Das hat der Buddha nicht akzeptieren wollen. Er hat gesagt, alles, was wir in dieser Welt sehen, ist aus anderem zusammengefügt, was schon vorher da war, und es wird irgendwann wieder zerfallen, aufgehen in anderes. Und im Grunde, das ist ja weitgehend auch die Sichtweise des modernen Menschen, und die Punkte, wo es knirscht oder knirschen kann, habe ich ja genannt. Das ist halt die Vorstellung von der Seele, von Gott und von unzerstörbaren Atomen. Die Vorstellung von unzerstörbaren Atomen hat ja die Wissenschaft mittlerweile auch aufgegeben. Der radioaktive Zerfall war das erste Mal, wo man gesehen hat, dass Atome auch nicht unzerstörbar sind und auch die Elementarteilchen nicht unzerstörbar sind. Also die Wissenschaft hat davon Abstand genommen. Materie ist nur in gewissem Sinn geronnene Energie und ist genauso entstanden und wird genauso auch zerfallen. Nur sie ist halt sehr beständig, das ist klar, sie ist sehr beständig. Ja, das ist, schon, wir werden das in den seltensten Fällen erleben. Aber andererseits, umso mehr spielen sie ja damit gerne herum an diesen Protonen- und Ionenbeschleunigern, wo sie dann Atomkerne mit hohem Tempo aufeinander knallen lassen und sie zerfallen.
Und sie schauen sich an, was kommt raus. Ne? Und da haben sie jeden Tag millionenfach den Beweis, Atomkerne können kaputt gehen. Allerdings braucht es gewisse sehr starke Gewalt. Ja, also das ist die harte Sichtweise des Seins, die im Buddhismus abgelehnt wird. Und auf der anderen Seite wird aber auch die andere, die entgegengesetzte Sichtweise des Nichtseins abgelehnt. Dass man sagt, naja, das ist ja alles eins, ja. Also ich meine, jetzt zu sagen, ein Mensch lebt nicht, macht eigentlich keinen Sinn, ja, diese Ausdrucksweise oder die Pflanzen und die Bäume leben nicht. Das macht keinen Sinn. Aber es gibt manchmal so die Vorstellung, ja, alles ist ja eh eins, ja. Es gibt ja gar keinen Unterschied. Ja, ist alles ein großer Brei und, ja. Es ist eine gefährliche Sichtweise, weil sie letztlich sehr schnell im Nihilismus endet, ja, untergeht. Weil wenn alles eins ist, ist ja irgendwann auch alles wurscht und, ja, es ist auch eine extreme Sichtweise. Es ist die Sichtweise des Nichtseins. So, und der Buddha hat beide Sichtweisen verworfen. Die Sichtweise des Seins und die Sichtweise des Nichtseins. Er geht den mittleren Weg. Er hat dafür aber kein Wort erfunden. Thay hat das Wort Intersein erfunden. Der mittlere Weg zwischen Sein und Nichtsein. Dieses Leben, das wir ganz offensichtlich in uns tragen, das ganz offensichtlich in uns lebt, ist ein unbeständiges, wertvolles, aber unbeständiges Gut, was von anderem Leben kommt und irgendwann wieder enden wird. Und das gilt für alles Leben auf dieser Welt. Für alles. Für alle Gebilde, egal ob wir sie als lebendig sehen oder nicht lebendig sehen, für alles auf dieser Welt gilt es. Das ist der mittlere Weg zwischen Sein und Nichtsein. Und den nennen wir eben Intersein. Einerseits ist er zwischen Sein und Nichtsein, der mittlere Weg. Ja, und das Inter drückt aber auch aus die ganze, ja, den ganzen Zusammenhang. Ja, dass alles, dass unser Leben möglich ist, daran liegt, dass wir Leben weiterleben, was schon da war, und dass anderes Leben unsere Existenz stützt. Ja. Ich möchte mit einem Gedanken, den ich morgen noch mehr ausführen möchte, möchte ich aber schon noch jetzt bringen, obwohl die Zeit schon fortgeschritten ist. Und das ist ja vielleicht noch eine Begründung, warum diese Geschichte, die wir jetzt besprochen haben, wichtig ist. Man könnte ja auch fragen, warum hat sich der Buddha überhaupt damit beschäftigt? Er war ja sonst sehr psychologisch. Ja, es geht schon um eine Grundfrage des Menschseins, die uns zwingt, in gewissem Umfang darauf einzugehen. Normalerweise kommt diese Grundfrage des Menschseins, auf die ich jetzt anspiele, bei uns in der Form rüber, was ist der Sinn des Lebens? Was soll das überhaupt? Ja, dass wir hier auf der Welt leben. Ja, eine Frage, mit der sich sicherlich schon viele beschäftigt haben, aber auch nicht alle. Viele ignorieren dies einfach. Ne? Die Frage kommt aber aus einem ganz tiefen Grund heraus. Die kommt da heraus aus dem Problem. Sie kommt also erstmal aus der Sicht heraus, aus der individualistischen Sicht. Ja? Aus der Sichtweise, ich lebe. Ja? Und um mich herum ist Umwelt. Ja, das ist meine Umwelt. Meine Umgebung, ja, das sind so Wörter, die wir haben, die ja reflektieren, dass wir so denken, ja, ich und das andere. So. Und ich bin jetzt irgendwie in diese Welt geworfen worden. Naja, und wenn man an der Stelle ist, im Gedankengang, dann stellt sich die Frage, ja gut, was soll ich jetzt hier eigentlich? Was soll das Ganze? Warum lebe ich eigentlich auf diesem blauen Planeten? Die kommt aber aus dieser bei uns weit verbreiteten Sichtweise, ja, ich, also diesen Körper praktisch mit diesem Geist, mit diesem Hirn und dieser Denkfähigkeit, also ich sitze da jetzt. Wieso bin ich überhaupt da? Ne? Wieso bin ich in diese Welt geworfen worden und was soll ich hier überhaupt? Und
Und die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil auf der anderen Seite ja die Erkenntnis steht, dass dieses Leben auch wieder zu Ende sein wird. Es wird ein Ende finden. Und schön pointiert hat Nakagawa Roshi, sagt gerne, ja, du kannst so leben, so gesund, wie du willst. Oder so ungesund, wie du willst. Du kannst leben so vorsichtig, wie du willst. Oder so unvorsichtig. Aber am Schluss endet dein Leben tödlich. Ja, der Ausgang dieses, sage ich mal, Projektes ist tödlich. Ganz egal, was wir machen. Es ist schon so. Oder manche Zen-Meister sagen, was beeilst du dich so? Dein letzter Bestimmungsort ist der Friedhof. Das sind jetzt natürlich keine ausgewogenen Aussagen. Das sind jetzt mehr Karikaturen. Ne? Karikaturen, die ein Problem herausarbeiten, es auf den Punkt bringen, damit es klar wird. Aber das wissen wir ja. Es ist ja nicht überraschend für uns. Ne? Ich will es nur... Wie bitte? Fragen stellen? Ja, gerne. Ich habe noch eine Erinnerung vom Seminar. Hat nicht gesagt, es gibt keinen Tod? Ja, es gibt keinen Tod. Ja gut, wir kommen ja wieder. Ich meine, das ist jetzt die Frage, aus welcher Sichtweise. Also ich bin jetzt, da müssen wir jetzt aufpassen. Ja, ich bin jetzt wieder auf die übliche Sichtweise in unserer Gesellschaft gegangen. Ja, das war jetzt ein kleiner Ausflug und wollte zeigen, dass in dieser Sichtweise es ein Problem gibt. Ja, das ist nicht, wir kommen nachher wieder auf die buddhistische Sichtweise, die bietet eine Lösung dafür an. Ja, es gibt aber auch andere Lösungen. Das will ich jetzt herausarbeiten. Ja, aber das ist eine Sichtweise, die weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft. Und aus dieser Sichtweise, ich bin reingeworfen in diese Welt, was soll ich jetzt hier machen? Ja? Ist die Frage nach dem Sinn. Und die Frage ist schwer zu beantworten, weil alles, was ich sozusagen investiere, was ich schaffe, egal ob ich jetzt, ich sag mal, Geld horte oder Macht sammle oder auch gute Beziehungen sammle oder mich weiterentwickle, egal ob mit Wissen oder mit Herzensbildung, alles geht im Tod wieder kaputt. Das letzte Hemd hat keine Taschen, man kann kein Geld mitnehmen, macht sowieso nicht, was für eine Macht hat ein Toter. Auch alle Beziehungen gehen zu Ende, kann ich niemand mitnehmen, ganz allein. Alles verlieren wir im Augenblick des Todes. Und das ist ein Problem, das viele Menschen gesehen haben. Viele Menschen haben sich die Frage gestellt. Und das ist der Grundfragen des Menschseins, auf die es viele Antworten gibt. Und es ist ein Kern einer jeden Religion, dass sie in irgendeiner Form darauf antwortet. Ne? Seine Funktion. Die sind verschieden in den verschiedenen Religionen. Meistens lösen Sie diese Problematik, die ich jetzt so aufgespannt habe, dieses individualistischen, ja, materialistischen Denkens, ja, wie wir das heute weit verbreitet haben, lösen Sie durch Gott und Seele und solche Begriffe, ja, solche Gedanken. Ne, da, mit diesen kann man Antworten geben. Klar, die gibt es. So. Und es gibt aber auch andere Antworten. Ja? Und unser Thema heute, dieses Thema Nicht-Ich und Intersein, ist auch eine Antwort auf dieses Problem. Darauf will ich jetzt hinaus. Ja? Wenn ich die Welt wirklich so sehen kann, wie wir es vorhin gesagt haben, aus der Sichtweise des Interseins, wenn ich mich sehen kann als eine Fortführung dieses Lebensstroms, ja, von meinen Ahnen vor langer, langer Zeit, eigentlich von irgendwelchen Säugetieren, die die Katastrophe der Vernichtung der Dinosaurier damals überlebt haben, ja? Oder noch länger von irgendwelchen niederen Lebewesen oder Einzellern ursprünglich. Letztlich ist ja dieses Leben von dem ersten
Einzeller im Ozean dieser Erde. Dieses Leben ist letztlich heute noch in mir da. Noch in mir, noch lebendig. Genau dieses Leben. Natürlich hat sie es enorm verwandelt, ja, verfeinert, differenziert, ja, hat sich ausgewachsen, ja, von einem Einzeller, ja, zum 80-Kilo-Mann. Ja, da hat sich viel getan in dieser langen Zeit. Aber es ist dieses Leben, es ist genau dieses Leben, das in mir lebt und in jedem von euch, in allen anderen Menschen, in allen Tieren, in allen Pflanzen und auch in den Einzellern. Das sind alles unsere Brüder und Schwestern, die dasselbe Leben in sich tragen. In einem sehr tiefen Sinne sind es alles unsere Brüder und Schwestern. Wenn wir die Welt und dieses Leben, und wir sind nicht einmal voneinander getrennt, ja, weil wir machen ja die Welt aus. Ja, sondern wir eigentlich zusammen bilden wir ja eigentlich dieses Biotop Erde. Wir alle, die Pflanzen, die Tiere, ja, auch der Erdboden, das Weltmeer. Das Weltmeer hat ja auch einen großen Beitrag geleistet zum Entstehen des ersten Einzellers. Das dürfen wir auch nicht übersehen. Ja, weil ich meine, er wird ja nicht vom Himmel gefallen sein. Ne? Also er ist in irgendeiner Form aus dem Weltmeer entstanden. Das heißt, das Weltmeer ist die Mutter des Lebens. Ja. Und wenn wir die Welt in dieser Sichtweise sehen, kommen wir ja zu einer neuen, anderen Weltanschauung, in der sich diese Frage, ja, was soll das, was kann ich hier auf dieser Welt, was soll ich auf dieser Welt tun, ganz anders stellt. Ich meine, ich kann nicht sagen, mich gibt es nicht, ich bin nicht, ja, ich habe ja hier Arme, Beine und einen Geist weitgehend unter Kontrolle. Ja. Ja. Habe gewisse Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, ja, auf diese Welt. Ja, was kann ich da tun? Ja, letztlich kann ich nur tun, versuchen, einen positiven Einfluss auf dieses ganze Gebilde, das ich ja bin, nehmen. Egal in welcher Form. Es gibt viele Formen. Viele Möglichkeiten. Und das Leben lebt ja auch davon, dass es jeder auf seine Weise tut. Ja, wenn die Pflanzen auf die Idee kämen, diese Tiere, die sind ja eigentlich schon höher entwickelt, gell? Ich meine, das ist eigentlich schon was Besseres, was die machen. Also, ja, ist schon toll, gell? Die können da rumlaufen und so, ne? Und die machen sich komplizierte Gedanken, ja, und ich will so werden wie die. Und alle Pflanzen stellen sich um und tun auf einmal jetzt alles nachmachen und machen jetzt auch aus Sauerstoff Kohlendioxid statt umgekehrt. Dann haben wir ein Problem. Dann kriegen wir ein Riesenproblem. Ja. Also es ist schon gut, dass die Pflanzen das so machen und dass wir das so machen. Ja. Und dass die einen über der Erde leben und die anderen unter der Erde leben. Ja, ich bin jetzt also bei der Tierwelt, ja. Ja. Dass die einen im Wasser leben, die anderen am Land. Ja. Dass die einen diese Speise bevorzugen und die anderen jene. Es ist schon gut so. Ja. Nur wenn wir unseren freien Willen sehen und erleben und ihn nutzen wollen, etwas Sinnvolles zu tun, dann müssten wir eben das Ganze anschauen. Nicht dieses kleine Ich alleine. Ja? Also ich meine, wir im Westen sind ja so fixiert oft in dieser Sicht des kleinen Ichs, dass wir dann, wenn wir sowas hören, wie ich jetzt gesagt habe, glauben ja, okay, jetzt kümmere ich mich nur mehr um das draußen, um die Umwelt. Ja, das ist jetzt auch wieder falsch. Es ist ja ein großes Ganzes. Und dazu gehört natürlich auch dieser Körper. Ja? Und es ist schon klar, dass es viele Dinge gibt und die kümmere besser ich mich, weil sonst macht es ja keiner. Ja? Ja? Also eine gewisse Menge kümmern müssen wir uns schon um diesen Körper, ja? Weil wir da sozusagen am nächsten dran sind, ja? Ja? Die anderen sind ja alle weiter weg. Ja? Also das müssen schon wir machen. Aber wir tun es in dem Geiste,
Wir tun halt, was getan werden muss. Ja, natürlich fängt es bei uns an und geht aber drüber hinaus, zum Wohle des Ganzen. Und es muss gar nichts Besonderes sein, ja? Jetzt schon eine Frage dazu, zu diesem Ich und diesem Individualismus, der man ja selber ist. Also mir kommt zum einen schon der Gedanke, mit der Ich-Kraft, mit der wirklichen Ich-Kraft, die zu stärken, damit ich vielleicht wirklich mehr im Wohle des Ganzen tätig sein kann. Und du hast auch gesagt, eben, ja, wir sind ein Gebilde von allem, was schon mal da war. Sehe ich halt auch so auf der Beziehungsebene oder meine Familie. Ich denke und rede und handle größtenteils so, wie das in meinem Familiensystem bis zur Großmutter der Fall war. Ja, und da mache ich so eine Brücke irgendwie und sage, ja, wer bin ich? Ne? Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, diese eigene Ich-Erkraftung, also da mal doch auch das, was Neues reinkommt. Oder lebst du so, wie dein Vater gelebt hat oder dein Großvater? Das möchte ich bezweifeln. Genau, das ist ja der Punkt. In dem Moment, wo wir bewusst erkennen, was wir alles bekommen haben von unseren Vorfahren, haben wir auch die Möglichkeit, uns zu ändern und zu sagen, ja, an der Stelle, das mache ich jetzt anders. Und im Grunde, so wie wir hier sitzen, wir haben uns ja auf den Weg gemacht, um uns an gewissen Stellen wollen wir anders werden, weil wir merken, dass gewisse Arten in unserem Leben, gewisse Gewohnheiten, ja, gewisse Dinge in der Art, wie wir leben, dass sie ungesund sind. Das heißt, wir wollen uns da ändern und wir können uns ändern. Voraussetzung ist aber immer, dass wir zunächst erkennen, was läuft, ja, wie bin ich? Und da brauchen wir keine Schuldgefühle haben, das haben wir einfach übernommen, eben aus unserem Familiensystem, wie du sagst. Das ist klar, Kinder saugen das auf wie ein Schwamm. Das ist völlig natürlich, das ist halt so. Und das ist auch in großem Umfang auch in Ordnung so. Und wenn wir aber merken, dass etwas ungesund ist, ja, dann haben wir als Erwachsene die Möglichkeit, es zu ändern. Und da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Und wir machen bewusst keinen, ich sag mal, großen Unterschied zwischen uns und anderen. Ja, wir betrachten einfach, was zu tun ist. Und wenn wir merken, dass wir wenig Kraft haben, dass wir Schwierigkeiten haben, natürlich kümmern wir uns vor allem um uns selber. Das ist ja auch okay. Das ist dann okay. Ja, es geht nur immer daraus, in welchem Geist. Ja. Es geht um den Geist darum, dass wir einfach sehen, ja, ich brauche das jetzt, ja. Ich habe Schwierigkeiten, ich habe wenig Kraft. Dann wird natürlich der Fokus sein, erstmal selber zu Kräften zu kommen. Erst aus der Position heraus, mir geht's gut. Ich habe Kraft, ich habe Energie, ich möchte was tun. Was kann ich tun? Aus diesem Geist heraus werden wir dann auch Dinge draußen tun. Aber durchaus erst, wenn wir sehen, ja, wir sind soweit. Wenn wir sehen, es ist schwierig, alles auf tönernen Füßen, Gesundheit wackelig, ja, dann werden wir den Fokus auf das kleine Ich lenken. Das ist ja kein Fehler. Es ist nur ein Fehler zu glauben, wir machen das, um etwas zu bekommen, sozusagen, ja, wir gegen den Rest der Welt oder wir, ja, saugen ab, sondern es ist gedacht in dem Sinne, ja, wir sehen einfach einen Menschen, dem es nicht gut geht. Ein Mensch, der schwach ist. Und sagen, ja, dann müssen wir was tun. Und wenn es gerade wir selber sind, ja, dann tun wir was. Ja. Das wird oft so dargestellt als, ja, wir tun im Buddhismus erst uns Kraft gewinnen, uns stärken, uns entwickeln, um nachher anderen helfen zu können. Da mag ich nicht so diese zeitliche Abfolge. Es ist sicher, wir müssen uns um beides kümmern. Ja? Je nachdem, wie es uns geht und wie die Not in der Welt ist. Ja? Das ist so ein Abwägen.
Und wenn wir uns schwach fühlen und wenn es uns nicht gut geht, ja, dann werden wir den Fokus auf uns selber lenken. Und die überschüssige Energie, Kraft, die überbleibt, Zeit, die überbleibt, die werden wir investieren an anderen Baustellen. Wenn wir teilen mit anderen. Ja. Ich sage einfach mal, alle Krankheiten kommen aus einer krankhaften Geisteshaltung. Ist da was dran? Im Endeffekt, wenn ich eine krankhafte Geisteshaltung habe, das geht auch körperlich alles, auch meine Umwelt. Und ja, wie kann ich meinen Geist heilen? Ja, ich würde mich jetzt nicht festlegen darauf, dass alle Krankheiten von dort kommen. Das ist ein bisschen zu weitgehend, aber sicher viele. Und ein krankhafter Geist führt sicherlich auch zu Erkrankungen. So rum würde ich es aber stehen lassen. Ne? Also das heißt, ein kranker Geist wird natürlich dem Körper auch schaden, wird zu Krankheiten führen, er wird sich manifestieren auf Dauer. Ja? Ein kranker Geist wird sich manifestieren im Körper, in körperlichen Krankheiten. Ganz klar, ganz klar. Und viele, viele unserer Probleme kommen letztlich aus dem Geist, aus einer falschen Geisteshaltung, aus falschen Gewohnheiten, aber die sind ja im Geist die Gewohnheit, ja? Und damit schaden wir uns. Und das ist schon die Hauptbaustelle. Und die kommen auch wieder von den Vorfahren. Im Grunde schon, ja, im Grunde schon. Natürlich sind wir auch sehr stark. Wir sagen ja, sozialisiert sind wir, ja, zum Beispiel in Bayern, ja, ja. Das heißt dann, damit deuten, wenn wir dieses Wort verwenden, zeigen wir, ja, die Umwelt, die Gesellschaft ganz allgemein. Also das heißt, die Schule, die Nachbarn, die Freunde haben natürlich auch sehr starken Einfluss auf uns gehabt und auch heute noch. Schon, also nicht nur die Familie. Aber natürlich, der Hauptfaktor ist ganz klar die Familie, ja, und dann die Gesellschaft. Die haben uns geprägt und von denen haben wir aber nicht nur die negativen, sondern auch die guten Seiten. Ne? Alles. Ja, und damit möchte ich es für den heutigen Tag im Prinzip gut sein lassen. Auch nochmal dazu sagen, mir geht es nicht darum, jetzt sozusagen aufzurufen zum Altruismus, sozusagen sich zum Verausgaben in der Welt draußen, sondern nur zu der anderen Sichtweise. Zu der Sichtweise, die klarer sieht, dass wir alle zusammengehören, dass wir in einem ständigen, uns ständig ja dieses Leben überhaupt erst ermöglichen, im weitesten Sinne von den Pflanzen und den Lebewesen, aber auch innerhalb der Gesellschaft, dass wir eng zusammenhängen und dass wir unsere Energien letztlich verwenden für das große Ganze. Wobei wir natürlich aber vor allem vor der eigenen Haustür kehren und es beginnt im eigenen Geist und Körper und dass wir natürlich mehr den Fokus auf das legen, auf unser enges Umfeld, ja, Partner, Familie, ja, Arbeitsplatz, Nachbarn, ja, aber auch Gesellschaft. Ne? Und wo wir unseren Fokus genau legen, ist ziemlich frei, aber es geht um den Geist, dass alles zusammenhängt und dass wir einen positiven Beitrag zum Ganzen auch dann leisten, wenn wir uns um uns gut kümmern. Um uns und um die anderen. Beides liefert einen positiven Beitrag. Und dass wir im Grunde auch in unserer Arbeit, weil viele sagen dann, ja, jetzt brauche ich eine ganz tolle Arbeit und so, Im Grunde tun wir alle in unserer Arbeit einen Beitrag für dieses große Ganze, einen positiven Beitrag leisten. Ja, das will ich nochmal ganz deutlich sagen, dass da keine Missverständnisse auftreten. Das ist ein hochkomplexes, fein ausgewogenes Ganzes, diese Gesellschaft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer einen Beruf hat, in dem er keinen positiven Beitrag zu dieser Gesellschaft leistet. Man braucht die Hersteller. Ja, sicher. Es ist bei manchen schwierig. Ich will jetzt die Diskussion nicht überfrachten. Waffenhersteller. Ja, genau. Es gibt schon Fälle, wo es schwerer einzusehen ist. Aber ein bisschen möchte ich schon auf diese Frage trotzdem eingehen. Ja, klar. Natürlich arbeiten manche in der Waffenproduktion oder bei der Bundeswehr. Es gibt es.
Dabei entsteht sicher viel Leid, aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht die Augen verschließen, dass natürlich auch die Bundeswehr eine wichtige Aufgabe erfüllt. Viele, viele Menschen, und ich behaupte, es ist die Mehrzahl in diesem Land, wünschen sich eine Bundeswehr, weil sie Angst haben, dass sie ohne sie nicht sicher sind. Wir wollen jetzt nicht vertieft diskutieren, ob diese Ansicht richtig oder falsch ist. Es gibt natürlich auch viele Grauzonen, das ist ein hochkomplexes Thema. Aber zumindest diesen Aspekt möchte ich schon hier deutlich sagen. Viele, viele Menschen fühlen sich nur sicher in diesem Land, weil es die Bundeswehr gibt. Und somit leisten die Bundeswehrsoldaten einen Beitrag zum Wohlbefinden vieler Menschen in diesem Land. Und auch die Waffenhersteller. Weil wir brauchen ja keine Pappkameraden. Ne? Dieses Gefühl, ja, diese Sicherheit, ist klar, das ist schon, ne? Natürlich, klar, es entsteht auch viel Leid, es gibt halt immer wieder Dinge, ja, die, wo es keine, sag ich mal, perfekte Lösung, aber wo gibt's eine perfekte Lösung? Ja, wo gibt's eine perfekte Lösung? Ne? Gut, also ich denke schon, im Grunde trägt jeder in seinem Beruf positiv bei zu diesem Funktionieren des Gemeinwesens, zum Wohlbefinden von uns in dieser Gesellschaft. Und noch wichtiger als die Frage, an welcher Stelle er gerade aktiv ist, ist einfach die Frage der Geisteshaltung. Ja, das ist eigentlich wichtig. Das ist, wo wir im Buddhismus den Schwerpunkt drauf legen. In welcher Geisteshaltung? Ganz egal, ja? Das ist es doch, worauf es uns auch ankommt. Jetzt gerade Bundeswehr zum Beispiel. Andere natürlich haben Angst vor der Macht. Ja? Und andere freuen sich über die Sicherheit. Und wichtig ist, in welcher Geisteshaltung die Menschen arbeiten in der Bundeswehr. Ja? Nach dem Motto, ja, wir sind die Größten, wir sind die Höchsten, uns kann keiner was, wir können machen, was wir wollen in dem Land. Ja, in dieser Geisteshaltung passiert viel Unfug, passiert viel Leid. Aber in der Geisteshaltung, wir schaffen Sicherheit für unsere Mitbürger. Na, ist schon ganz anders. Schon viel besser. Ja? Ich meine, weiter wollen wir es nicht. Der Kern, ja? Der Kern der Denkweise. Und es macht sicher auch einen Unterschied, in welcher Geisteshaltung wir an der Kasse im Supermarkt arbeiten. Sehen wir das als einen Beitrag zu diesem Thema Versorgung der Mitmenschen? Ein wichtiger Teil des Ganzen? Oder geht es nur darum, das Geld halt zu verdienen für den Spaß, sage ich mal? Ne? Ja, die Geisteshaltung macht's aus, in der ich das tue. Und das werden die Menschen spüren, die mit ihrem Einkaufswagen zur Kasse kommen und zahlen und wieder gehen. Die werden das spüren, in welcher Geisteshaltung dort kassiert wird. Und das ist wieder ein Beitrag, auf einer anderen Ebene noch, wieder ein Beitrag zum großen Ganzen in diesem Land. So, damit möchte ich es für heute mal gut sein lassen. Wir haben heute Nachmittag noch die Möglichkeit, uns auszutauschen zu diesem Themengebiet. Und morgen wollen wir nochmal eine Spiralwindung machen. Sozusagen dieses ganze Thema nochmal aufgreifen auf einer tieferen Ebene, mehr psychologischen Ebene und beleuchten von der Seite Ich-Bewusstsein. Also das Thema wird vor allem sein Ich und Ich-Bewusstsein im psychologischen Sinne. Denn dieses Ich, wo wir heute gesagt haben, nicht ich, ist ja nicht das Ich der Psychologie. Ja? Sondern deswegen sage ich auch immer, keine Seele, um das auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist der eigentliche Sinn des Wortes Nicht-Ich. Es gibt nicht dieses harte Sein. Dieses Sein, das in diesem Körper in mir heute lebt, ist mir geschenkt worden von anderen,
Ja, es ist das Leben, was vorher schon gelebt hat in anderen Körpern, weitergibt und was nur deswegen sein kann, weil so viele Lebewesen ständig ihren Beitrag leisten. Sonst wäre es schnell aus damit. Ne? Das ist kein selbstständiges Selbst, ja, was aus sich heraus existiert. Genau, morgen werden wir das Ganze aus der psychologischen Sicht nochmal anschauen. Ja, und natürlich aus dem Bezug zur Praxis. Ja. Kommt da zum Beispiel dann auch dieser Begriff unsichtbare Welt? Und die Gesetzmäßigkeiten? Der Begriff kommt nicht, aber natürlich, wenn wir uns mit Ich und Ich-Bewusstsein beschäftigen, beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Unbewussten, das ist schon klar. Du meinst jetzt dieses Unbewusste, dieses Kollektive, ja, ich habe jetzt eigentlich doch wieder gemeint, die unsichtbare Welt ist für mich das Göttliche, das ich erfahre und spüre. Auch im Rahmen von Gesetzmäßigkeiten und Erfahrungen und Erleben, Inspirationen, Imaginationen. Also das ist nicht das Thema von morgen, aber wir können das natürlich ansprechen im Rahmen der Diskussion. Ne? Das haben wir. Ja, okay. Ja, genau. Zum Intersein. Ja, gerne. Mhm. Genau. Abschließend, trotzdem machen wir eine Glocke, um dann gewisse Zäsur zu bringen. Und dann hören wir noch das wunderschöne Gedicht Nenne mich bei meinem wahren Namen von Tai über das Intersein. Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen. Sage nicht, dass ich morgen fortgehe, denn ich komme doch heute gerade erst an. Betrachte es ganz tief. Jede Sekunde komme ich an. Sei es als Knospe an einem Frühlingszweig oder als winziger Vogel mit noch zarten Flügeln, der im neuen Nest erst singen lernt. Ich komme als Raupe im Herzen der Blume oder als ein Juwel verborgen im Stein. Ich komme stets gerade erst an, um zu lachen und zu weinen, mich zu fürchten und zu hoffen. Der Schlag meines Herzens ist Geburt und Tod von allem, was lebt. Ich bin die Eintagsfliege, die an der Wasseroberfläche des Flusses schlüpft. Und ich bin auch der Vogel, der herabstürzt, um sie zu schnappen. Ich bin der Frosch, der vergnüglich im klaren Wasser eines Teiches schwimmt. Und ich bin die Ringelnatter, die in der Stille den Frosch verspeist. Ich bin das Kind aus Uganda, nur Haut und Knochen, mit Beinchen so dünn wie Bambusstöcke. Und ich bin der Waffenhändler, der todbringende Waffen nach Uganda verkauft. Ich bin das 12-jährige Mädchen, Flüchtling in einem kleinen Boot, das von Piraten vergewaltigt wurde und nur noch den Tod im Ozean sucht. Und ich bin auch der Pirat. Mein Herz ist noch nicht fähig, zu erkennen und zu lieben. Ich bin ein Mitglied des Politbüros, mit reichlich Macht in meinen Händen. Und ich bin der Mann, der seine Blutschuld an seinem Volk zu zahlen hat und langsam in einem Arbeitslager stirbt. Meine Freude ist wie der Frühling so warm, dass sie Blumen auf der ganzen Erde erblühen lässt. Mein Schmerz ist wie ein Tränenstrom so mächtig, dass er alle vier Meere auffüllt. Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen, damit ich all mein Weinen und Lachen zugleich hören kann, damit ich sehe, dass meine Freude und mein Schmerz eins sind.
Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen, damit ich erwache, damit das Tor meines Herzens von nun an offen steht, das Tor des Mitgefühls.